Heute geht es wie versprochen um das ruckelfreie Fahren Teil 2. Es geht um die Modelleisenbahn Spur N, wobei das Ganze auch sicherlich bei anderen Spuren angewendet werden kann. Ich möchte dir gerne hier und heute die Varianten 2 und 3 zeigen, wobei die dritte Variante gar nicht geplant war. Die hatte ich mir einfach nur ausgedacht, weil ich es halt noch ein bisschen besser haben möchte als in der Variante 1, noch ein bisschen kleiner, noch ein bisschen dezenter und ein bisschen besser funktionierend. Ich hatte keine Probleme, alles läuft hervorragend, aber wie ich das gemacht habe, was ich verändert habe und auch die Variante 2 und auch eine neue Kupplungsvariante, möchte ich dir gerne heute zeigen. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und dann sage ich mal bis gleich. Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Teil oder zum Video 57. Dinge, die man nicht sieht, müssen auch schön aussehen. Das habe ich mir zumindest gedacht, als ich die Waggons und die Wagen von unten bemalt habe. Das sind ja Sachen, die man, wenn man die Wagen auf der Modellbahnanlage vorbeifahren sieht, nie sehen wird, außer die Waggons entgleisen und liegen irgendwo rum. Aber ich bin der Meinung, dass es von allen Seiten stimmen muss. Deswegen habe ich das getan. Deswegen sind auch die Drähtchen von den stromführenden Magnetkupplungen ja auch braun gemacht worden, wie wir schön sehen. Aber es kleckert natürlich immer ein bisschen. Man erreicht natürlich auch Sachen, die man gar nicht erreichen möchte, wie eben zum Beispiel die Räder. Da ist so mancher kleiner Farbklecks draufgekommen, und zwar, weil ich ja die Räder verbunden habe mit der Litze nach innen und die so schlecht lösen konnte. Und da habe ich mir gedacht, komm, mach gleich vorsichtig ringsrum. Hat ganz gut funktioniert und mit einem Glasfaserstift habe ich das Ganze entfernt. Und wie man jetzt hier eben schön gesehen hat, sieht das entsprechend auch dann gut aus und der Kontakt wird wieder auch wunderbar hergestellt. Ja, die Variante 2 der Stromaufnahme. Das sind 4 Waggons, die ich habe, die haben von Haus aus, wie wir jetzt hier gleich sehen werden, jetzt sieht es ja alles noch gleich aus, haben die schon diese, der ein oder andere mag es von euch selber besitzen oder kennen, haben die schon diese Einbauelemente, ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen, ist aber auch relativ egal, diese Elemente für die Beleuchtung schon mit drin. Und ihr wisst ja, ich habe es ja in dem letzten Video, habe ich ja das Ganze mit den Achsen gelöst, und ich werde das Video euch hier oben in der Ecke nochmal verlinken, für die es noch nicht gesehen haben. Und wie gesagt, ich habe jetzt diese 4 Waggons da, wo ich das Ganze entsprechend anders einbauen werde. Aber das Problem, was ich hierbei noch hatte, ich wollte euch eigentlich zum Thema Magnetkupplung gar nichts mehr zeigen. Das habe ich ja in den Log-Videos schon zur Genüge getan, das habe ich im letzten Video zur Genüge getan. Aber ich bin wieder auf eine neue Variante gestoßen, und zwar mit diesen Kupplungen, die wir eben gesehen haben. Ich glaube, das sind die sogenannten Profi-Kupplungen. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben die nicht diesen Steg drin in dem Schacht, wo man eben einfach nur das Loch bohren braucht und dann die abgeknipsten Magnetkupplung da sozusagen reinsteckt und dann das schön hinbekommt. Hier habe ich auch mir die Lösung ausgedacht, ist jetzt nicht sehr schwer ausgedacht gewesen, dass ich da mir einen Kupferdraht sozusagen fertig mache, wo ich einen Lötpunkt drauf setze, ähnlich wie ein Nagel nahe, so von der Bauart. Und damit konnte ich meine Kupplungen ganz einfach wieder durchbohren, entsprechend hinten ein bisschen abknipsen alles und konnte dann das durchstecken nach oben. Und das sind ja auch die Befestigungsvarianten mit den Kupplungen, wo so ein Metall
Abdeckung drunter sitzt, wo man dann eben mit zwei so Metalllaschen nach oben, das werden wir auch gleich, ich glaube, das werden wir nicht sehen, durchsteckt und dann entsprechend oben umbiegt. Ist aber jetzt im Grunde genommen, dass, wenn das einer von euch selber besitzt, der weiß das. Und die, die es zum ersten Mal in der Hand halten, werden das sowieso selber sehen, wie das funktioniert. Das ist also überhaupt kein Problem. Hier habe ich bloß ein bisschen zu kämpfen. Man muss es aber einen bestimmten Winkel da oben reindrücken. Da muss man immer so ein bisschen mit der Zange nacharbeiten. Hier sehen wir übrigens die Schleifer, von denen ich gerade sprach. Das sind also, ich denke mal, das sind Originalteile, die zu den Hängern gehört haben. Das ist jetzt für mich mittlerweile schwer herauszufinden. Die habe ich jetzt hier mit einem Glasfaserstift. Wunderbares Zeug übrigens, was auch in Fingern stecken bleibt, überall und alles piekt. Und naja, egal. Man will ja nicht jammern. Und da habe ich jetzt auch hier die Kontakte mit dem Glasfaserstift sauber gemacht. Das habe ich ja auch bei den Loks schon getan. Das ist natürlich eine sehr schöne Sache, wenn man also ein bisschen abputzen kann und nicht immer mit irgendwelchen Flüssigkeiten. Fand ich das mit dem Glasfaserstift recht angenehm. Und hier sehen wir, wie ich jetzt gerade die alte Glühbirnenfassung so von oben drauf stecke und mal teste, wie es aussieht, wie es nach unten alles läuft. Es ist natürlich gar nicht mal schlecht hier, weil die Federn von diesen Originalteilen, die sind sehr leichtgängig. Man muss natürlich nur Obacht geben, dass man das wirklich 100% gerade reinsetzt, dass die Schleifer nicht an dem Metallrahmen, der drunter ist, sich da berühren und dann eventuell noch einen Kurzschluss geben. Und deswegen habe ich jetzt hier mit so einer Klammer gearbeitet, dass ich das dann entsprechend da der nicht andauernd verrutscht. Die Magnetkupplungen sind ja mittlerweile eingebaut. Wie gesagt, das wollte ich euch jetzt hier nicht nochmal zeigen. Wer das sehen möchte, kann sich das letzte Video angucken. Und habe das jetzt hier durchgebohrt. Ich bin an einer anderen Stelle diesmal durch. Aber ich denke mal, das sind alles Sachen, die man sich so selber ausdenken kann. Oder man macht ein Standbild und sagt, wo ist denn der mit den Löchern durch? Auch das seht ihr alles selber und vielleicht auch selber schon 100 Mal gemacht. Ja, jetzt habe ich hier so einen Stift draufgelegt. Das ist dieser sogenannte Hin- und Wegkleber von der Firma Noch, den ich hier verwende. Einfach aus dem Grund, dass ich irgendwann vielleicht auch mal die Kabel wieder abmachen möchte. Jetzt mal ganz kurz einen Exkurs in die Werkstatt rein. Da habe ich die Metallplatten unten ein bisschen ansägen müssen. Ich musste also da auch noch mit den Kabel weiter innen durch. Das sind die Hänger, die diese Außenplattform haben von den Donnerbüchsen. Da gibt es ja die sozusagen bis zum Rand durchgehen mit dem ganzen Aufsatz oben drauf. Und die haben jetzt eben hier, man sieht es hier da oben rechts liegen, diese Plattform. Und da ist natürlich der Rahmen des ganzen Fahrzeugs oder der Aufbau ein bisschen enger. Und da musste ich natürlich mit den Löchern mich noch ein bisschen nach innen durchkämpfen. Wir haben es ja gesehen, ich habe es ja hier mit dem Lötkolben, ich habe da so einen Aufsatz, den ich nur dafür verwende, genommen, um das Ganze jetzt hier ja entsprechend da so rein zu brennen. Und das muss natürlich alles jetzt schön glatt gemacht werden und deswegen feile ich jetzt hier auch wie ein Meister, dass alles schön hinkommt, dass auch nichts stört beim Zusammenbauen. Und das macht sich an sich recht gut. Wie gesagt, ich muss da halt nur ein bisschen weiter innen durchgehen. Jetzt mache ich auch hier die Kontakte beschleifen, wo ich jetzt als nächstes die Drähte auflöten möchte. Da mache ich ein bisschen Lötwasser zu. Den Sockel, wie ich geschrieben habe, habe ich verklebt in der Mitte. Aber auch nur mit zwei Tropfen, sodass ich ihn jederzeit wieder lösen könnte, wenn ich es denn mal müsste. Das sind alle so schöne Ausdrucksformen gerade. Ne? Hier sehen wir sie mal nebeneinander, die vier Brüder. Oben habe ich schon die Lötpunkte aufgesetzt. Jetzt mache ich das bei den unteren auch noch. Überall ein bisschen Lötwasser aufgetippt und dann kann man das ganz wunderbar da drauf tragen, das auf diese Kupferfähnchen oder Kupfer, ja, Fähnchen ist schon richtig, ist umgebogen und dann festgelötet, alles kein Hexenwerk, deswegen gehe ich ja da relativ schnell durch. Was ich nicht machen werde, ist jetzt hier die Anbringung mit ins Video rein, wie ich den Gleichrichter eingebaut habe. Das habe ich im letzten Video reingebracht. Das mache ich hier nicht nochmal. Das war ja alles ein bisschen doppelt gemoppelt. Jetzt kommen wir zum Teil 3, die Variante 3 der Stromaufnahme. Jetzt wird es klein. Ja, ich lese gerade ab, das merkt man vielleicht. Und ich mache das wieder kaputt, was ich im letzten Video gemacht habe. Da habe ich ja die Litzen um die Achsen gelegt mit zwei Umdrehungen. Das habe ich also jetzt abgeknipst. Einfach aus dem Grund, die Waggons liefen sauber und gut. Das habe ich euch ja gezeigt im Video. Ich habe es aber gemacht, dass ich möchte es noch leichtgängiger haben. Ich möchte, dass es noch unauffälliger ist beim Benutzen, dass man nicht sagt, ach, da geht der relativ schwer. Na gut, du hast ja an die Achsenmaß gewickelt. Nein, ich möchte es noch leichtgängiger haben. Das heißt, ich habe mir jetzt ja eine 014er Litze genommen, habe die ordentlich abisoliert und ziehe mir eins von diesen
Miniaturdrähtchen raus und wickel das genauso zweimal um die Achse, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe. Und dadurch ist jetzt wirklich die Bremswirkung, die eventuelle Bremswirkung, die auch vorher, wie gesagt, wenn man es locker macht, nicht besonders groß war, die ist jetzt so minimiert, dass man es überhaupt nicht mehr merkt. Ihr seht, der kleine Draht, der fällt schon fast von alleine runter. Na gut, das war ein Puffer-Effekt, der fällt von alleine runter. Und wenn ich das jetzt so an dem Draht so anfasse und über die Tischplatte ziehe, was ich jetzt hier glaube ich auch mache, ja, mache ich hier auch, da rollt die Achse ganz sauber auf dem Tisch ohne Probleme. Also das ist wirklich eine Sache, die ich so durchziehen möchte bei allen Waggons jetzt, weil das eben noch leichter ist und man sieht eben noch weniger. Man sieht zwar jetzt, was ich erst nächstes Tag mache, ich knipse das jetzt hier ab und löte das an dem besteten Litzchen da unten an. Und diesen Lötpunkt, den könnte man jetzt eventuell noch sehen, wenn man den Hänger hochhebt und runter guckt, weil diese Litze selber, oder ist ja gar keine Litze mehr, es ist ja nur noch ein Drähtchen, die sieht man gar nicht. Bisschen vorverziehen, das ist auch verständlich jetzt, was ich mache. Die, wie gesagt, das sieht man gar nicht mehr, außer oben vielleicht den Lötpunkt, wenn ich es jetzt anbringe. Den könnte man sehen, aber ich bin ehrlich, ich baue den Wagen jetzt nicht wieder komplett auseinander, weil das ist unterm Waggon und das ist so minimal, was man da sehen könnte, wenn man ihn umdreht. Und den Lötpunkt, der sich da jetzt bildet, den ich da gleich mache, oder den man jetzt ja auch sieht jetzt hier, den kann ich ja genauso mitten tippen, brauner Farbe, wie ich den Waggon von unten. Jetzt läuft er schön sauber und leicht. Das war der andere und das war es im Grunde genommen schon. Ja, dann danke ich dir für die Geduld und das Zuschauen auf mein Video oder von meinem Video und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und in Part 3 kommt dann natürlich die optische Gestaltung der Waggons dran. Da werde ich dann, ja, wie gesagt, die Alterung vornehmen. Das wird dann der Part 3 werden. Da kommt also, keine Sorge, nichts mehr zu Litzen und auch nichts mehr zu Magnetkupplungen. Da wird einfach nur noch was gestaltet, damit es schön aussieht. Und wie gesagt, bis dahin wünsche ich dir alles Gute, noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bis nächsten Freitag. Tschüss.